So, was sehen wir hier? Es ist Ostern auf Berg. Auf jeden Fall richtig cool. Okay, 3 bis 12 Minuten. Okay. Schließen wir das erstmal. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal unseren ohne Zahn ab. Gucken, was der uns mitgebracht hat. Richtig geil. Wir haben neue Eier am Start. Das brüten wir natürlich erstmal aus. Das Problem ist aber, das können wir ja nicht so leicht machen. Hier gehen wir erstmal auf fertig, schließen das. Und dann würde ich sagen, platzieren wir die Eier hier erstmal auf Berg. Öffnen die. Und dann haben wir hier den ersten Drachen, den rauchverschwindende Qualm. Den schmeißen wir natürlich in unseren Hangar. So, dann haben wir hier noch ein Ei am Start. Das seht ihr mit Sicherheit auch schon, was das für ein Drache ist. Der Taifumerang. Den haben wir jetzt auch wieder mal am Start. Den habe ich ja schon, aber jetzt haben wir nochmal. Schmeißen den auch gleich in unseren Hangar. Und dann will ich von euch mal wissen, ob ihr wisst, was das hier für ein Ei ist. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich weiß es. Aber ich will es euch erstmal noch nicht sagen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr es rauskriegt. Ich brüte das Ei erstmal aus. Hier ist es drin. 23 Stunden, 59 Minuten und ein paar Sekunden. Dauert es noch insgesamt 2 Tage. So, dann können wir unseren ohne Zahn auch eigentlich gleich nochmal losschicken. Da würde ich sagen, pimpen wir den aber erstmal auf Level Nummer 67 haben wir den jetzt hier pimpt. Richtig genial. Können den auch gleich weiter pimpen. Machen wir auch gleich auf Level Nummer 68. Jetzt können wir den 18 Stunden zum Training schicken. Das machen wir aber nicht. Wir ihn hier nochmal aufsuchen. Und dann würde ich sagen, suchen wir. Wen wollen wir suchen? Tja, ich weiß jetzt selbst auch nicht, wen wir suchen sollen oder wollen für Sturmschneiz, Grill, Schrecken der Meere. Gut, dann würde ich einfach sagen, ich suche den Kältegronkel, ist glaube ich die beste Alternative. Ja, suche ich den einfach mal für 20 Stunden. Unser ohne Zahn kann jetzt gleich losflattern und den suchen. So, dann schicken wir erstmal unsere Drachen neu los. Das machen wir natürlich auch ratzi-fatzi. Ist natürlich immer sehr sinnvoll, unsere Drachen neu loszuschicken, weil wir brauchen ja Material, um hier weiterzukommen. Von daher ist es die beste Alternative, schnell Material zu bekommen. Euch kann ich auf jeden Fall nur raten, dass ihr im Voraus mal abchecken solltet, wie lange eure Drachen brauchen, um Material zu sammeln, beziehungsweise wie lange die Material sammeln können, bis sie wieder zurück sind auf Berg. Das ist nämlich immer sehr sinnvoll, um dann abzuchecken, ja, wann muss ich wieder online sein, dass meine Drachen nie chillen können und ich das maximal aus meinen Drachen raushole. Hier sehen wir zum Beispiel, habe ich einen riesen Fehler gemacht. Wir haben nämlich in unserer Akademie gerade mal nur einen Drachen drinne. 2 sind raus, also 2 Slots sind bei mir frei, von daher ist es natürlich auch eine dumme Aktion, weil wir hätten früher online gehen sollen, um unsere Drachen weiter zu pimpen. So, dann würde ich sagen, pimpen wir erstmal unseren eisigen Kältegronkel, den haben wir jetzt auf 28, 29 und auf Level Nummer 30, den können wir jetzt für 1 Tag und 9 Stunden zum Training schicken. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal, oder wollen wir erstmal hier die schnappende Falle hier als Kampfdrache pimpen, würde ich sagen. Gucken wir erstmal, wie lange der braucht. 1 Stunde 40 Minuten. Ist natürlich auch eine bombastische Sache. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal. Schicken den erstmal los und können jetzt natürlich noch gucken, welchen Drachen wir eventuell noch pimpen können. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal unsere Drachen hier durch und gucken einfach, welcher Drachen gepimpt werden kann. So, hier sieht es erstmal scheiße aus. Sorry, dass ich das so sage, aber so ist es. 10 Stunden 35, 13 Stunden. Ja, würde ich sagen, pimpen wir den Hackadu einfach mal für 13 Stunden. So, 35,2 Mille Holz kostet das. Aber das ist halb so wild. Jetzt pimpen wir unseren Hackadu einfach weiter. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann könnten wir eigentlich mal hier rufen und gucken, was Flotte 43 sagt. Aber ich glaube, das können wir uns noch nicht leisten. Wir haben gerade mal eine mittlere Chance. Ich würde sagen, wir checken das trotzdem einfach mal ab und zocken einfach. Vielleicht schaffen wir trotzdem. Ich bin gespannt. Ich glaube es zwar nicht so wirklich, aber wie ihr sagt, abchecken können wir. Was ist denn das für ein Schiff hier? Gut, okay.
So, dann würde ich sagen, greifen wir, von wo greifen wir an? Ich würde sagen, ich greife von hier oben an. Gehe jetzt hier auf Überspringen. Als erste platzieren wir auf jeden Fall unseren Schädelbrecher auf Berg. Den schicke ich natürlich hier gleich los. Zack, der kann da ran. Dann machen wir auch gleich mal weiter mit dem hier und platzieren dann gleich noch ihm Check. Jetzt können die drei Drachen erstmal losflattern, haben schon mal zwei erledigt. Das sieht natürlich Bombe aus. Jetzt können wir nämlich alle Drachen platzieren auf Berg, auf... Hier, was heißt auf Berg hier, um unsere Drachen bzw. unsere Gegner zu vernichten. Aber ich glaube, es sieht sehr schlecht aus für uns. Ich glaube, das werden wir nicht packen. Werden wir sehen, was hier so geht. Komm schon, komm schon, komm schon. 10 so eine Teile brauchen wir. Bittere Aktion. Jetzt haben wir 16 am Start. Jetzt können wir natürlich hier weitermachen. Hauen wir da gleich mal in Ruf, zack. Und jetzt brauchen wir 13. Ah, bittere Aktion, das wird natürlich nicht reichen. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Schlüssel verloren. Gucken, ob wir jetzt noch irgendwie zwei Schlüssel kriegen. Bin ich mir nicht ganz so sicher, weil die Wahl, unser Problem ist einfach mal, dass wir, wie ihr seht, nicht mehr so viel Drachen hier am Start haben. Werden wir einfach sehen, müssen wir abchecken, gucken, was hier so geht, gucken, ob wir packen. Ich bin, wie gesagt, gespannt, geil wird auf jeden Fall, wenn wir noch zwei Schlüssel behalten. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht dran, weil zwei Drachen werden das bestimmt nicht meistern. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach mal meine Drachen nochmal darauf schicke, dass ich nochmal hier oben ein paar Teile dazu kriege. Aber ich glaube, das bringt auch nicht so wirklich Punkte. Ah, jetzt ist der nächste Schlüssel weg, Alter. Abgefuckt, abgefuckt. Scheiße, Mann. So. Ah. Komm schon, jippt Jalla. Ich glaube, ich kriege nicht mal einen Schlüssel. Doch, jetzt könnte es klappen. Yeah, geile Sache. Einen Schlüssel haben wir noch bekommen. Trotzdem wir gerade mal eine mittlere Chance hatten, haben wir dann trotzdem noch gemeistert. Wie gesagt, einen Schlüssel haben wir am Start. Da gucken wir jetzt natürlich erstmal, was wir für unseren Schlüssel bekommen. Was für eine Belohnung in welcher Truhe, weiß ich zwar noch nicht. Das müssen wir jetzt gemeinsam abchecken. Wie gesagt, einen Schlüssel haben wir, können wir uns jetzt aussuchen. Wo, welche wollen wir nehmen? Tippe auf eine Kiste. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die cool. 6 Zahnräder nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir das auch erledigt. Unser Berg haben wir wieder mal verteidigt. Bombastische Sache. Hier haben wir unser Holzlager auf Level Nummer 20. Wir haben hier eine Kapazität von 500 Millionen Holz. Das gleiche ist mit unserem Fischbecken auch auf Level 20. Eine Kapazität von 500 Mille Fisch. Können wir natürlich bombastisch gebrauchen. Seht ihr hier oben, mein Fisch ist relativ voll. Meine Halle habe ich aufgepimpt auf Level Nummer 212, sorry. Ich war schon weiter. Mein Bruthaus ist auf Level 2, also ich habe 2 Slots am Start für 2 Eier. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr mehr Slots am Start habt, vielleicht schon 3 oder eventuell auch 4, wenn das überhaupt geht, weiß ich gar nicht genau. Das Ding ist eigentlich, ich würde sagen, Mann, mehr als 2 Slots im Bruthaus bringt eigentlich keine Punkte, weil mehr als 2 Eier brütet man eigentlich relativ selten aus. Von daher muss ich sagen, kann man sich das klemmen und sich da ein bisschen was sparen. So, was können wir noch machen? Dann könnten wir hier unseren Wollgeheul einfach mal abchecken. Gucken, was der sagt. Kriegen wir den zum Titan? Jo, kriegen wir, richtig geile Sache. Der Wollgeheul, den haben wir jetzt als Titandrache. Sieht natürlich optisch richtig geil aus, das Teil. So, dann gehen wir auf weiter und gucken uns den gleich mal aus der Nähe an. Optisch Hammerdrache, kann ich nichts gegen sagen. Gucken, was der jetzt sammelt. Können wir natürlich auch gleich mal gucken. 40er, jeden Tag und 6. 6 Stunden ist natürlich auch bombastisch. Dann würde ich sagen, pimpen wir den gleich mal auf 53 und auf 54. Können ihn jetzt für einen Tag und 9 Stunden zum Training schicken. Sieht genauso aus wie bei unserem Kältegronkel, bei unserem eisigen Kältegronkel. Trotzdem, der gerade mal auf Level 30 ist und unser Wollgeheul jetzt schon auf 54. Trotzdem brauchen sie beide einen Tag, 9 Stunden zum Training in der Akademie. Erstmal gut zu wissen.
So, dann haben wir das erstmal abgefeiert, haben wir wieder zwei bombastische Drachen hier am Start. Jetzt gucken wir gleich nochmal in unserer Akademie, da sind drei Drachen drin, ist eigentlich auch alles Bombe, alle chic. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in unseren Hangar und pimpen hier nochmal ein paar Drachen auf. Hier haben wir den Sägezahn, den pimpe ich auch gleich bis auf Level Nummer 36 und platziere den auch gleich nochmal auf Berg, wenn wir hier noch Platz haben, das ist natürlich die Frage. Sieht nämlich nicht so aus, dann schließen wir das erstmal und dann würde ich sagen, hauen wir unseren Gruff erstmal in unseren Hangar. Haben wir hier noch ein paar andere Drachen, die wir vielleicht in unseren Hangar schmeißen können. Jo, da haben wir hier die schnappende Falle, die kommt auch gleich in unseren Hangar. Und dann können wir hier gleich nochmal reingehen. Gehen jetzt auf unseren... hier haben wir auch noch den Knochenräuber, den könnten wir natürlich auch auf Berg platzieren, dass wir nicht verpeilen, den weiter zu pimpen. Den packen wir gleich neben unseren anderen Knochenräuber. Der ist ja auf Level 76. Der hier gerade mal auf 27. Aber das ist ja halb so wild. Gut, dann nehmen wir nochmal runter und platzieren, wie gerade schon erwähnt habe, unseren Sägezahn auf Level Nummer 36. Den können wir jetzt gleich hier oben hinklatschen und können den dann auch bald weiter pimpen. Wie gesagt, der Sägezahn, geiler, genialer Drache. Dann haben wir hier den Wollgeheuer jetzt schon als Titan. Ist so ein seltener Drache. Und dann haben wir noch einen exklusiven, eisigen Kältegronkel, den habe ich für Rune gekauft. Und ich muss sagen, ich bereue auf jeden Fall nichts. Bombastische Sache, geiler Drache. Habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht. So, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal in unseren Hangar und gucken, welche Drachen wir noch aufpimpen können. Hier haben wir den Schädelbrecher, der ist jetzt auf Level Nummer 78. Ist auf jeden Fall auch schon eine bombastische Macht. Den können wir natürlich auch nochmal auf Berg platzieren. Da würde ich sagen, da hauen wir auch nochmal einen Drache runter. Hier unten pimpen wir doch irgendwo den Hackadu. Jo, da haben wir ihn. Dann hauen wir den gleich mal in unseren Hangar und können jetzt in den Hangar gehen und unseren Schädelbrecher platzieren. So, dann haben wir den nämlich hier oben am Start, platzieren den hier. So, sehr schön. Haben wir den Schädelbrecher, wie gesagt, der kann jetzt erstmal Fisch holen. Holz könnt ihr auch noch holen. Eure Frage war, glaube ich, mal in den Kommentaren jetzt, wie viele Drachen ihr zum Training schicken, zum Material sammeln schicken könnt. Pro Sägewerk und pro Fischhütte könnt ihr jeweils drei Drachen losschicken. Wir haben auf Berg drei Fischhütten. Das heißt, wir können 9 Drachen zum Fischholen schicken. Und dann haben wir drei Sägewerke. Level Nummer 3, wie ihr mit Sicherheit wisst. Also können wir auch 3 Drachen Holz sammeln schicken im Sägewerk. Gut zu wissen, also 9 Drachen können Holz sammeln, 9 Fisch. So, was wolltet ihr da noch wissen? Ich glaube, irgendjemand wollte wissen, wie es mit dem Tornado aussieht. Da gucken wir gleich mal, ob wir den hier am Start haben. Donnertrommler, Fackel. Weiß ja nicht, wo ich den habe. Müssen wir erstmal durchgucken. Gut, hier haben wir ihn erstmal nicht bei, müssen wir höher gehen. Was hatten wir hier, den Donnertrommler, was haben wir hier für einen Drachen? Ah, der Krallenkrabbler, den haben wir aufgepimpt auf Level Nummer 55, den pimpe ich natürlich auch gleich weiter. Auf Level Nummer 57, hier oben haben wir auch nochmal einen auf Level Nummer 54. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Hier unten haben wir jetzt den Krallenkrabbler auf 57 und da drüber sind die Drachen auf 54. Also jetzt kam auf jeden Fall unser Hangar nicht so wirklich klar. Wenn ich raus hier und wieder rein hier, würde es sich verschieben. Können wir einfach mal machen. Gehen wir einfach nochmal rein, öffnen das und gucken jetzt einfach mal nach, ob sich verschoben hat. Würde mich auf jeden Fall interessieren, aber ich denke schon. Jo, hier haben wir den Krallenkrabbler auf Nummer 54 und hier ist der hochgerutscht auf Level Nummer 57. So, dann wollte ich ja eigentlich für euch noch einen Drache suchen. Ah, da haben wir einen. Da habe ich Mist erzählt. Ich glaube, ich habe in den Kommentaren geschrieben, dass mein Tornado auf Level Nummer 54 ist oder so. Der ist aber schon auf Level 62. Auf jeden Fall ein cooler Drache. Sammelt Dude Fisch schon. Von daher kann ich nichts dagegen sagen. Geile Teil auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, den zu pimpen. Ich würde sagen, ich schmeiß den Knochenräuber einfach nochmal in unseren Hangar und platziere einfach nochmal unseren Tornado. Hier haben Donnertrommler. Wo ist der Tornado? Hier ist der Tornado. Dann platzieren wir den einfach nochmal auf Berg und gucken uns den einfach nochmal an. Ist ja jetzt ein Titandrache und optisch geile Teil, oder? Was sagt ihr? Ich finde eine Bombe.
Von daher müssen wir den nur weiter pimpen. Und für die, die den Drachen am Start haben, den Tornado, kann ich nur empfehlen, pimp den. Genau das gleiche sieht aber auch so aus mit den Drachen hier. Der Knochenräuber, den kann man nur pimpen. Den Dagos Grill sowieso sind eigentlich meine coolsten Drachen, die Bären, den Knochenräuber und den Dagos Grill. Jedenfalls zur Zeit. Ich freue mich natürlich auch schon, wenn mein eisiger Kältegronkel zum Titan-Drache gepimpt wurde, mein Wollgeheul noch ein bisschen stärker wird und natürlich mein Sägezahn genau das gleiche. Wie gesagt, die drei Drachen kommen dann noch dazu, sind drei extrem geniale Drachen, über die ich mich saumäßig freue, genauso wie den Knochenräuber und den Dagos Grill. Dann haben wir hier noch den Regenschneider, auch ein bombastischer Drache, den leuchtenden Fluch, kann man ohne sagen. Der ist bei mir schon auf Level Nummer 78. Den müssen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen pimpen, aber der ist relativ teuer, wenn ihr seht. 115 Mille Fisch. Das mal 4, um den auf 79 zu pimpen, ist schon extrem derbe. Finde ich jedenfalls, aber es lohnt sich hoffentlich. Werden wir sehen. So, bei den Sammlungen habe ich ja das letzte Mal... Welchen Drachen habe ich da freigeschalten? Den rauchverschwindenden Qualm? Ich weiß es ja nicht mehr genau. Müssten wir einfach mal hier in unseren Hangar gehen. Gucken wir mal ganz unten. Ah, die schnappende Falle als Kampfdrache haben wir freigeschalten beim letzten Mal, beziehungsweise haben wir die befreit. Jetzt ist das Ding, jetzt in der nächsten Sammlung können wir den Donnertrommler befreien. Da brauchen wir hier natürlich auch noch ein paar Gegenstände, hätten wir natürlich jetzt so machen können. Wir hätten gleich den Feuerwurm suchen können. Das war jetzt ein bisschen dämlich von mir, aber ist ja, außerdem hätten wir den Donnertrommler nochmal suchen können, um das den Gegenstand hier zu bekommen. Aber wie gesagt, halb so wilde können wir dann nur später machen. Von daher drauf geschissen. Gut, wie gesagt, erstmal habe ich euch so im Groben und Ganzen gezeigt, was hier bei mir abgeht. Wir haben hier ein neues Ei. Jetzt werde ich es euch auch verraten. Was das für ein Ei ist, gehen wir einfach nochmal in unseren Hangar öffnen. Ach, nicht in unseren Hangar, sorry, gehen wir hier auf Drachen. Und dann zeige ich euch, da ist er hier, irgendwo müsste er hier sein. Na, wo haben wir ihn? Wollgeheul, dann den Sägezahn. Sandgeist. Hier, den Sandgeist haben wir jetzt am Start. Richtig cooler Drache auch. Ist auch ein seltener Drache, den wir jetzt am Start haben. Der sammelt extrem gut Fisch und auch Holz und auch relativ lange. Außerdem ist er auch relativ stark, um uns im Kampf gegen unsere Feinde zu unterstützen. Wir können auf jeden Fall unser Berg weiterhin verteidigen. Das ist auf jeden Fall ohne bombastische Sache. Haben wir einen neuen Drache am Start. Freue ich mich wie Bolle. So, wie gesagt, wir sind erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.